Ende März, verehrte Zuschauer, hat die Musikwelt eine ihrer großen Persönlichkeiten verloren, Eugen Jochum. Gestern wäre er 85 Jahre alt geworden. Eugen Jochum konnte auf eine 60 Jahre währende Dirigententätigkeit zurückblicken. Dazu gehörten unter anderem sein Beitrag zum Wiederaufbau der Hamburgischen Staatsoper nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gründung und Leitung des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks sowie sein Engagement für die zeitgenössische Musik. Jochum war bekannt für seine Werktreue, seinen Dirigierstil und das Zurückstehen hinter dem Werk, getragen von seiner persönlichen Beziehung Religion, Musik, Humanismus. Als Gast dirigierte er die großen Orchester der Welt, war tätig an den großen Opernhäusern und bei zahlreichen Festspielen, so auch beim Mozartfest in Würzburg, wo er unter anderem mit den Bamberger Symphonikern musizierte. Mit diesem Orchester fühlte sich Jochum besonders verbunden. Nach Josef Kalberts Tod bewährte er sich von 1968 bis 1973 als treuer Freund und künstlerischer Berater der Bamberger. Eugen Jochum, oft als Bruckner-Dirigent abgestempelt zu Mozart. Wenn ich innerhalb der Musik sagen müsste, wo ist am meisten Schönheit, dann würde ich sagen, bei Mozart, weil sie immer da ist. Die Aufzeichnung der Haffner-Serenade durch das ZDF zusammen mit anderen Werken von Mozart Ende April 1986 war Eugen Jochums letzter Auftritt vor Fernsehkameras. Diese Sendung strahlen wir in Stereoton aus.